Ich benutze ChatGPT mittlerweile fast für alles. Ich gebe euch ein Beispiel. Eine ältere Frau saß neben mir in einem Dorf und es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass es eine Deutsche ist. Und sie wollte so eine Postkarte verschicken. Und dann fragt sie mich, wissen Sie, wie viel das kostet, die Postkarte von hier nach Deutschland zu verschicken? Und ich so, nee, keine Ahnung, aber ich kann mal ChatGPT fragen. Und wir werden sehen. Und dann jetzt vorher zum Beispiel hatte ich Lachs, sehr teuren Lachs, schade, hatte ich jetzt 2 Tage in einem Packaging drin und es wurde schon so ein bisschen grau. Und dann habe ich mich so gefragt, kann man das noch essen? Dann habe ich auch gleich ChatGPT nochmal gefragt. Und warum ich das jetzt sage, ist, weil die Macht oder die Power, Macht ist so ein blödes Wort, die Power, die von ChatGPT ausgeht, die man mittlerweile auch auf dem Android-Telefon direkt hat. Also du lädst dir die App auf Android-Telefon runter und es hat auch Voice Recognition, also du fragst es einfach irgendwas. Und weil davor habe ich es nur auf PC benutzt und jetzt mit der Android-App nutze ich das. Und ich gebe euch noch ein Beispiel. Heute Morgen habe ich gefragt, was sagen alle Top 10 Non-Dualitäts-Gurus über das Thema Langeweile? Und habe ich gesagt, so wie Muji Eckhart Tolle. Und das gebe ich einfach ein und er gibt mir sogar welche raus, die ich noch gar nicht kannte. So. Und er haut das alles raus innerhalb 5 Minuten, ohne dass ich irgendwie 100 Videos durchgucken muss. Und es war genau das, was ich hören musste und wollte. Und damit will ich euch nur zeigen, wie wahnsinnig powerful das ChatGPT ist und wie man das nutzen kann. Für die Postkarte hat es nicht funktioniert, weil ChatGPT in der jetzigen Version zumindest, ich hätte es mit dem Internet verbinden können, weil da gibt es so ein Plugin fürs Web, dann hätte man testen können, ob er rausfindet, wie viel es kostet. Aber das wusste er jetzt nicht, wenn ich das nicht benutze. Aber hätte ich die Postkarte verschicken müssen, hätte ich es vielleicht noch dagegen getestet und geschaut, ob das funktioniert. Hätte natürlich auch im Internet prinzipiell gucken können, hätte man vielleicht was dazu gefunden, aber mit ChatGPT geht es halt viel schneller und viel effektiver. Und das hat wirklich die Antwort auf alles und man muss sich, ein anderer Grund, warum ich das sage, ist nicht nur es zu benutzen, auch aber die Umdenke dazu, das für Dinge zu benutzen. Zum Beispiel mein Blog, der über 100 Besucher täglich hat, über Tantras, alles mit ChatGPT gemacht. Oder zum Beispiel, wenn ich mich frage, so, was für eine App gibt es, um zu checken, ob irgendwelche Wildlife-Feuer hier irgendwo passieren oder sowas. Weil es gab mal eine App, die ich wusste aus Südspanien. Und ich bin mir sicher, wenn ich das ChatGPT frage, gibt es auch sofort die Antwort. Auch für Übersetzungen, für alles. Ich benutze das für absolut alles. Das ist so krass machtvoll. Und ich finde, zumindest was diese materielle Welt angeht, aber wie ihr seht, auch in der spirituellen Information, kann es wahnsinnig helfen. Wenn man sich dran gewöhnt, ist in kreative Weise und in spontane Weise einfach immer mehr zu nutzen. Und da werden sich Utilities ergeben oder Nutzwege, wie man es nutzt, die man noch gar nicht so erahnen kann. Und umso früher man sich dran gewöhnt, umso besser. Ja, genau. Und zu dem Lachs zum Beispiel hat er gesagt, ja, bei einer Raumtemperatur von 25 Grad, sogar wenn es luftdicht verschlossen ist, tun sich Bakterien, die schon drin waren, zu schnell vermehren. Diese Bakterien können nicht abgebaut werden, können nicht erhitzt durch Erhitzen getötet werden und sind giftig für den Körper. So, da muss ich nicht lange googeln, sondern ich frage einfach schnell ChatGPT, habe in unter einer Minute die Antwort und fange das eben an, in vielen, vielen anderen Aspekten auch zu benutzen. Und man kann es sogar als Form, wenn man jetzt übelst schlecht drauf ist, können es Leute als Form von Therapeut zum Beispiel nutzen, zu sagen, so, oh, ich fühle mich jetzt so und so, was soll ich machen und so.
Das kann man auch benutzen. Gut, ich als Spiritual-Erwachter brauche das nicht so stark, aber da habe ich gemerkt, das hat auch eine gewisse Kompetenz. Und auch als Coach, wenn du jetzt zum Beispiel nicht weiter weißt und sagst, du hast zwei verschiedene Möglichkeiten, was du machen kannst im Leben, frag das Ding einfach. Und sag irgendwie so, gib ihm genug Details und dann schau, was er dir antwortet. So einfach als zurückreflektieren, da musst du niemanden nerven. Sondern ich muss auch sagen, interessanterweise, ich habe angefangen, das zu benutzen für manche Dinge, anstatt irgendwo um Rat zu fragen, wo ich früher vielleicht gefragt hätte. Sehr interessant. Und die Antwort ist mir absolut zu Genüge, weil es sehr ausbalanciert ist, ausgeglichen oftmals, nicht immer, und verschiedene Perspektiven aufweist, die man sich überlegen kann. Und hinterher, wenn du es überlegst, ja, denkst du dir so, ja, das klingt wirklich sinnig, das ist stimmig. Ja.